So, neuer Account, neues Glück, denn solange ich den Account mit offensiven Staturen spiele, kann man das Ganze ja auch mal ausnutzen und wir fangen jetzt einfach mal an und machen mal mit Rifeman, Medics und bla bla bla, wie sie alle heißen, machen wir jetzt einfach mal ein Map. Macht so richtig Spaß mit den Truppen. Hier vorne ist es langweilig. Deswegen ballern wir mal. Wir ballern mal ordentlich drauf. Jawohl, passt bis zum letzten Schuss. Und wir sehen, er hat 1, 2, 3, 4, ist egal, 7 blaue Staturen. Wir dann mit der Menge GWE, was wir hier zur Verfügung haben. Wir lassen jetzt hier die Truppen ein bisschen hochlaufen. Lernen direkt. Das macht aber nichts, wenn da der eine oder andere Reifen, wenn der zusätzlich stellt, oh mein, dann ist es halt so völlig Banane. So, wir werfen auf das Gebäude. Wir schocken zum Teil unsere eigenen Truppen mit, das war alles gewollt. Naja, eigentlich nicht. Gut, aber auch gar keine großartige Lage. So, dann haben wir da hinten den Schocken noch, den wir noch wegmachen müssen. Wir kriegen das alles hin. Alles relativ einfach mit. Gepinkten Truppen, also mit so einer Kraft an gepinkten Truppen, ist das alles überhaupt kein großartiges Problem. Wir werfen jetzt noch die Flair, dass wir wirklich alle zum Kern laufen, auch die da hinten irgendwo rumdümpeln, weil sonst hauen nämlich die Heiler ab, was eine ganz doofe Nummer ist. Jetzt nehmen wir die Heiler als Schild, der auch nicht verkehrt, macht nichts. Da ist das Blatt. Ich werde den Account bald umstellen auf eben 7 blaue Staturen. 3 Angriffsstaturen und dann gucken wir mal, wie weit wir da ohne Einsatz von Stress. Heute ist bei mir auch kein besonders guter Tag. Ist halt manchmal so. Hier fein ist. Okay, 2 blaue Staturen. Standard-Map. Beim Eck-Layout steht ja meistens hier hinten der Schildgenerator. Hier hinten steht ein Schocker versteckt. Und so weiter und so fort. Man hat jetzt entweder die Möglichkeit, man ballert hier hinten was weg, stellt sich hier neben dem Raketenwerfer und so weiter und so fort. Hier machen wir es mal so. Okay, mit der letzten Patrone. Wir räumen einfach alles weg. Das spielt keine Rolle. Wir haben so viel Energie hier. Jawohl, mit der letzten. So, wir fahren exakt zwischen die 2 Türme rein. Ja, das ist ein bisschen mehr. So, und wir lassen die Heiler damit nach vorne laufen. Ganz wichtig. Sonst wird das eine ganz große Nummer. So, die Kipperchen. Verteilen an der ganzen Nordküste gibt es dann wieder da drücken wir dann von den Schock, weil das sind die Wirtschaften, die jetzt fast gesagt, die uns am meisten wehtun.
Also, da passiert auch jetzt nicht großartig mehr. Jetzt gucken wir die Mörser mit. Und ich sag ja, das sind so starke Truppen. Also da braucht man relativ wenig Schiss haben, dass man da verpackt. Oder heißt der Teil, dass wenn die gepimpt sind, also ich kenne echt wenig Truppen, die so stark in zwei Heilungen dahinter geworfen, die so flexibel und so stark sind. Man sieht es schon, jetzt der eine Schwammwerfer muss mal weg, leer auf dem Kern. So easy mit den Truppen umzugehen. Schild. Mal ganz nett. Wir fahren vorne an und hören hinten auf. So ist der Plan. Ich habe so viel Energie bei dem Account hier. Das ist alles überhaupt kein Problem. Da kann man mal so richtig. Natürlich nicht zu schocken. Gibt ja auch viele, die verdünsten sich dann im Geistbau-Feier, was für dann alles keine Rolle da. Wir haben jetzt hier geschockt, das komische, die komische Tonne da. Ist ja auch alles überhaupt kein Thema. Total easy. Auf den Kern, mittig auf den Kern. Die Krippers werfen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Weil viele werfen es immer vorm Kern. Nein, die müssen sich so richtig schön außenrum verteilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz tolle Nummer. So. Gut. Wir machen jetzt mal die komplette Base. Vier ungeboostete blaue Staturen. Aber wie gesagt, ich meine mit so einer Power natürlich. Wir haben hier jetzt aktuell Werte 101, 123, ich glaube 124 GB, 85 Schaden, 70 HP. HP, Health Points? Ja, genau. Das stimmt. Bin ja gar nicht so viel wert. So. Jetzt probieren wir mal was aus. Das muss ich jetzt einfach mal machen. Egal, ob es funktioniert oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann drehe ich das Video ab und die kotzen. Aber ich denke, das wird funktionieren. Weil mit so viel Energie, dann muss das funktionieren. Eins, zwei, drei. Wir werfen jetzt mal die Rauch schön hintereinander. So, wie gesagt, wir werfen reichlich hier auf, denn wir brauchen A, unsere Heiler, und B, wollen wir... Jawohl, alles getroffen, was ich treffen wollte. Schaut an sich gar nicht so verkehrt aus. Also, ja, das könnte sogar genau das werden müssen. So. Jetzt werfen wir auf den Kern. Wir werfen da eine Heilung hin, und wir werfen hier eine Heilung hin, und gehen zum Kern und fertig aus, dann wollen wir das System gleich erledigen.
Jawohl. So, und ich lade ja gerade nebenbei noch mal ein Video hoch, bin bei 20% und ich habe noch eine Stunde im neuen Rest. Was ist denn das für eine lange Latte? Alter Falter. 2 Kristalle? Na, das ist mal eine ordentliche Belohnung. Das müssen wir doch gleich mal weitergeben an die Gemeinschaft hier. So, und egal ob mit KSC, ohne KSC und mit 500 KSC-Statuen, 2 Kristalle sind einfach geil. Die sind einfach geil und das sollte man auch schätzen zu wissen und alles richtig macht. So. Okay, gut. Der hat 7 Statuen, 7 blaue Statuen. So, der hat jetzt was, was ich meine, also an sich kenne ich das Layout nicht. Habe ich noch nie. Keine Ahnung, ob das funktioniert, was ich da vorhab. Aber meiner Meinung nach stehen die Nerven so schön weit weg, dass die mich eigentlich gar nicht interessieren. Und mich interessieren auch gar nicht großartig. Und wir probieren das jetzt einfach. Hey, it's just a game. Was soll passieren? Ah, ist denn so geil? Die Schatten in der Lebner, das ist super. Das ist ja dann quasi so wie nicht. Weil ich sag sogar ein bisschen Deutsch. So. Wir werfen dann einfach mal. Okay, das kann man nicht zu lange shoppen. Jetzt braucht man Heilung. Mal schauen, wie das dann weitergeht. Manchmal ist es wahrscheinlich besser, einen Rückzug anzutreten. Sonst wird das teuer, ne? Okay, also wahrscheinlich ist frontal die beschissenste Variante bei dem Layout. Aber ich finde ja sowas geil. Ich finde ja sowas geil, wenn einer 6, 7, 8 blaue Statuen hat. Warum finde ich das geil? Ganz einfach, weil man von denen am meisten lernen kann. Von den Layouts. Ah, der da hinten, der muss auch weg. Jetzt kommen wir nicht hin. Den Schoppe da auch mal weg. Boah. Okay, dann bleibt natürlich keine Energie mehr übrig. Das wäre jetzt wahrscheinlich genauso fatal. Ja, gut. Wahrscheinlich werden wir da nach vorne smoken. Ja.
Triple gesmoked. Ah, scheiße. Okay, spielt jetzt in erster Linie mal gar keine Rolle. So. Also, jetzt treffen wir hier schon Leuten. Natürlich so brutal, also richtig brutal aggressiv. Schauen wir mal. Der Schatz sieht so erst einmal gar nicht so verkehrt aus. Wir haben genügend Heiler. Dann werden wir gerne noch alle Heiler. Wir haben noch mehr Heiler. Das wird auch nicht unbedingt verkehrt ist. So. Und wir haben den Bösen mit 7 Bands der Türen erledigt. Der Typ ist erledigt. Das ist doch mal eine Belohnung. So, und da wir uns ja immer alles wissen lassen und irgendwelche Smileys dazu machen, nee, das können wir nicht machen. Schauen wir mal, wo ist der nächste Gegner. Wir machen einfach Around the World, Around the Map. Wir machen einfach alle platt. Okay, was ist denn das für ein Mist eigentlich? Den habe ich heute schon mal zweimal. Nee, ich glaube sogar dreimal ungeboostet angegriffen. Und das Kuriose an dem war, dass ich halt dreimal einen beschissenen Verbindungsabbruch hatte. Ich habe dann echt das Spiel weglegen müssen. Ich konnte dann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Mein Verbindungsabbruch, ja, okay, schon drüber. Kann jeder mal haben, hey, aber dreimal hintereinander. Boah, das. So, wir werfen einmal dahinter, die Kritters einmal daher und wir schaffen das ganze Ding hier. Oha, super, also die Kritters sind vielleicht doof, wenn wir die... Die sollten dann vielleicht nicht direkt vor die Fans. Ja, und man merkt schon, diese Truppenkombination, die ist einfach brutal. Die ist brutal, das ist ein bisschen so. So, und da unterstützt man sich mit einer Artillerie. Also, so, und wir haben das Ding eigentlich jetzt schon im Sack. So, und wir lassen es jetzt einfach laufen. Nee, kommen wir. Schieben da gleich drauf auf den Fernseher. Immer voll auf Angriff. Ich meine, gut, auf der anderen Seite ist es ja wirklich so. Ich meine, das sind jetzt halt 10 offensive Staturen, 8, 9 offensiven Staturen. Class C ist mit dabei. Der Wasser darf verboten an den passieren. So, jetzt klären wir noch die Class C an. Gut, kommt nichts bei raus. Online. Toller Hase, echt. Hase, geh mal offline.
dauert das noch länger da bei dir, was du da machst. Ja, komm, lass, ich kann go offline. Jawohl. So, was haben wir da? Aha. Nimm Space. Ganz einfach. Kannst gar nicht anders sagen. Das ist totaler Schrott, wie da alles steht. Wir machen das jetzt ganz einfach so. Wir schießen da unten ein bisschen zurück. Wir schießen da. Ja, ist okay. Kannst du haben. Die Infos kriegst du von mir. So, und jetzt sind die Shots ganz wichtig. Super. So, und jetzt wäre es nicht schlecht. Jetzt könnt ihr euch verteilen, meine süßen Mädels. Und wo, und wer hat da was? Ja, also nennen. Das ist das, was ich meinte, halt immer drauf, immer drauf, immer drauf. Ja, Vollgas durch die Netflix, ja, hat gewonnen. So, wir wollten da mal Heldern hin. Und egal, was jetzt passiert, wir gehen absolut auf den Kern. Auf den Kern, wo auch wir klären, auf den Kern, wo auch die Richter, was ich meine. Immer drauf, immer auf die Mitte und nochmal so viel leer, dass wir halt. Und das fällt der Koto Maltese. Und wie ist der Name? Koto Maltese. So. Ha. Da hat er wieder einen rausgehauen. So, dann machen wir gleich mal Krieger drauf. Dass wir hier nochmal ein paar NPC-Bases bekommen. Ja, ansonsten zu unserem Kommando-Projekt Top 50. Alle, die hier sind, wollen mehr oder weniger Puder sammeln, um irgendwann in den VPs oder in den SPs zu steigen und so weiter und so fort. Deswegen greifen wir eigentlich meistens ohne Verschwendung von Puder an. Ja, um einfach zu gucken, wie weit kommt man. Braucht man hier noch ein Boot mehr Dicke? Braucht man da noch ein Boot mehr Schützen? Weniger Schützen, mehr Heiler, weniger Heiler? Nimmt man Tanks, nimmt man Panzer mit Schützen dazu und so weiter und so fort. 93% Zunderbüchse, die haben wir mittlerweile im Sack. Wir haben auch genügend Infos. Schauen wir mal, wie oft haben wir die jetzt hintereinander bestanden. Der Lock schaut gut aus. 100% der Lock. Also, dann bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, auf Wiedersehen.